So, Kinders, ich habe gesehen, es gibt eine Bandis, beziehungsweise habe ich gerade mitten in der Aufnahme mit dem guten Barry, der jetzt hier auch dabei ist. Hey, yo. Einmal gesehen, beziehungsweise habe ich eine Nachricht vom Kumpel bekommen, dass die Bandis da ist. Und da dachte ich mir nach der Session, wir nehmen das jetzt auf. So, auf dem Kanal will ich ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Machen und ich würde mich an sich schon als kompetitiven Spieler bezeichnen. Ich bin natürlich nicht so krass drin wie andere, aber ich glaube, ich habe genug Ahnung, um zumindest ein bisschen was sagen zu können. Außerdem habe ich Barry dabei, der kennt sich noch mal besser aus als ich, deswegen machen wir das. Ich habe die ersten. Danke für die Blumen. Gerne, gerne das doch. Aktuelle Meta, Tier ist Nummer für sich, ne? Tier Zero. Ich habe zwei Karten schon gesehen, das heißt, weil ich halt leider auf die ich Seite bin. Ich habe noch gar nichts gesehen. Deswegen, ich habe extra einmal rangezoomt, damit Barry nichts sieht. Deswegen, bist du ready? Ich bin ready, rein da, ich bin sehr gespannt. Gucken einmal, erstmal das kennen wir noch, ne? Ja, gut. Das. Und da hast du die erste tatsächlich, oh, die Sense. Oh, der Sense-Lock ist weg. Der Sense-Lock ist weg. Ich kann es voll nachvollziehen. Ich habe nicht im Kopf, dass das aktuell immer noch so ein Riesenproblem ist tatsächlich. Ja, man kann es halt als Engine spielen. Aber es war schon häufig in Sideboards. Also das ist schon ein sehr interessanter Hit auf jeden Fall. Und ein guter. Mhm. Also ich finde es nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall nicht unhealthy, dass der Sensor-Lock raus ist. Also so ist es nicht. Ja, das auf jeden Fall. Also es schaden tut es nicht. So, das ist halt immer so kacke, wenn du nicht specialen darfst. So, das generell Karten, die halt so sagen von wegen, nee, du darfst nicht spielen, sind immer blöd. Aber ich hatte nicht im Kopf, dass das Ding tatsächlich noch so ein Riesenproblem aktuell gerade ist. Deswegen ist halt auch eine Karte, ich muss sagen, so ein bisschen wie Mystische Mine. Die hätte man eher bannen können. Ich finde es nicht schlecht, dass sie weg ist, finally. Aber das hätte man schon viel früher machen müssen, meiner Meinung nach. Ich hätte Sense in der Haupt-YCS-Phase, wenn letztes Jahr gekillt. Ich meine, jetzt kommt Kashtira raus, die gehen halt auch viel auf Special Summon und die wollen das verkaufen und ich denke, Kashtira profitiert schon von diesem Hit und generell ist das halt eine Engine, die du halt auch in Rogue-Decks auf Locals oder so gut spielen kannst und wie gesagt, die hatte auch in den guten Decks aktuell im Format, schon Side-Deck-Play, also ich meine, das ist ein sehr generischer Hit. Das ist ein sehr, sehr generischer Hit. Ich finde es in Ordnung. Also alles, wo du in Yu-Gi-Oh! Lock oder hier Full Negates für gehst, wenn sowas rausfliegt, ist prinzipiell nicht unhealthy von dem her. Also ich finde es gut. Ich spiele aktuell auch nicht so krass viel. Wir haben halt jetzt durch Hypernova dieses Tier Zero Kashtira-Format. Ich find's in Ordnung, dass das weg ist. Ich bin tatsächlich überrascht. Wann war nochmal die nächste YCS? Müsste so in 2 Monaten sein. Nee, gab's da nicht Lyon jetzt? Oder London? Die war doch schon, glaub ich. Ich will jetzt keinen Scheiß laufen. Willst du mal kurz googeln? Ich will hier nicht raus. Ich guck jetzt mal eben, ja. Weil die Band ist ab dem 13.02. tatsächlich. Und der 13.02. ist nächster Montag. Genau in einer Woche. Und ich kann mir vorstellen, dass am Wochenende noch eine YCS war. Das kann sehr gut sein, ja. Dass die halt für die nächste YCS das Alte noch lassen wollen. Lyon ist jetzt 10.02. bis 12.02. Ja, es ist dann genau nach Lyon. Nach Lyon, okay. Ja. So, dann bist du bereit für die nächste Karte? Ja, ich bin sehr gespannt. Das war auf jeden Fall eine Karte, die ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Das war ganz klar. Ehrlich, der war 100% notwendig. Der war notwendig und er war klar. Und das sag ich als Fußspieler. Das haben sie, als sie Dimensionsriss und Makro wiedergeholt haben. Karten, die ewig lang auf 1 waren. Ewig lang. 5, 6 Jahre oder so. Wenn du sowas wiederholst in einem Deck, was eh noch scheiße viel Platz hat und generell Stunt, nenne ich es mal. Wenn du das doch gratis gibst. Nee, das war ein Hit, der musste kommen. Flu war, vor allen Dingen, das ist ja auch diese Konami-Politik. Flu ist günstig. Warum sollten sie ein Deck, was so günstig ist, jetzt in einem Format, wo wir dann mit einem 1.400 € Kashtira-Deck rumlaufen, warum sollten sie, weißt du, klar, Makro und die Fischer und so ist alles hochgegangen dann vom Wert. Mhm. Ja, da verdient Konami auch nicht mehr ran. Die Sets sind eigentlich weg primär. Ja, außer und, die werden wahrscheinlich in den nächsten Sets nochmal ein paar Reprints bekommen. Nee, ich bin ein Riesenfan von Limit. Und der war nötig. Der war... Also ja, vor allem nicht mal nur wegen Flu, sondern jetzt halt auch da dieses Rank 7 Monster kommt, was das Ding ja auch rauscheatet. Also leider, wie gesagt, Nein. Ich als Flu-Spieler, ich liebe Flu, ich liebe meine Burps, aber ich kann es halt voll nachvollziehen. Das Ding war hundertprozentig nötig. Und das Ding ist tatsächlich, das tut Flu natürlich weh. Ich finde nicht, dass Flu jetzt komplett tot ist, weil dadurch, dass sie halt Dimensionsriss und Makro auf 3 haben, können die trotzdem noch was machen. Die haben auch noch Shifter, die haben alles. Die haben alles. Natürlich, Barrierestatue war halt so
So, Barrierestatue war die Karte, so du machst deine Classic-Combo und der Gegner muss überlegen, kann er das outen oder wenn nicht, geht man direkt in Match 2. Also. Bei dem Meta, was wir gerade haben, ist halt noch wichtiger, den Die-Roll zu gewinnen. Also, dass du mit Flu auf jeden Fall. Willst auf jeden Fall Game 1 first gehen können. Mhm. Und, Ich, ganz ehrlich, bin großer Fan von dem Match. Also, das finde ich richtig gut. Gab's irgendeine Bandless Prediction, die Barrierestatue nicht gebannt gesehen hat? Ich glaube nicht. Alle Barrierestatue bannen und es war halt klar. Es war halt einfach klar. Ich hoffe immer noch, das kann ich ja jetzt sagen, weil ich wirklich noch gar nichts gesehen habe. Ich hoffe, dass sie noch Merli bzw. Die 5er Fusion. Ja, Kid Kalos. Kid Kalos, genau. Weil Instant Fusion werden sie nicht angegangen sein. Jetzt noch nicht. Aber, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ja. Instant Fusion jetzt gerade mit der neuen Triple Tactics Karte safe nicht mehr lange überleben wird. Nee, eine Bandliste gebe ich dir auch. Nächste ist sie weg. Deswegen gehen wir weiter. Aber wie gesagt, da sagt niemand was gegen. Nee. Das kann ich 100% nachvollziehen. Okay, Blaster ist noch da. Blaster ist der kommt auch nicht so schnell wieder. Ist der, wo ich es mir am ehesten noch vorstellen kann. Also ich habe mir letztens tatsächlich 2 Blaster geholt. Einen, weil ich wollte den Secret selber einfach haben. Und weil ich dachte, wenn einer zurückkommt, dann erstmal Blaster. Ja. Deswegen wollte ich mir den schmollen, weil wenn der jetzt zurückgekommen wäre, dann wäre der halt vom Preis richtig hochgegangen. Oh ja. Gerade weil der tut Dragon Link halt auch nochmal gut, weil die freuen sich natürlich darüber. Dann gehen wir weiter. Zumindest wissen wir über Tragras gerade für Barry und das heißt, wir sind da wirklich komplett ohne was. Block dran natürlich. Ja. Jin ist auch noch da. Okay, mal gucken, ob der irgendwann wiederkommt. Eva ist immer noch da. Je nachdem, was sie releasen, vielleicht in 2-3 Listen, Jin, so, ich fühle den aktuell auch noch nicht, dass sie den... Masterpiece ist auch noch drauf. Ja, selbstverständlich, die Karte ist viel zu gut. Ja, aber es gab viele Leute, die gesagt haben, so, ist eine potenzielle Karte, die eventuell wieder auf 1 kommen könnte. Ich wäre kein großer Fan davon, aber, also das ist nicht so Copium wie hier Thunder Dragon, Koloss, dann eher Masterpiece. Hafen Horror direkt. Immer noch banned, ist halt, die Karte kann zurückkommen. Die kann zurückkommen auf 1. Na, weiß ich nicht. Orkus kann immer noch sehr, sehr viel bauen. Ich muss sagen. Ich meine, ich hasse das Deck auch wegen der YCS in Utrecht, aber. Ja, gut, das sind alles Karten, wo nicht wirklich die Frage steht, warum sie da sind. Keine Main-Tier-Bans. Ja, mit einem Ban habe ich nicht gerechnet. Ich rechne eher mit einem Limit, aber. Ja. Aber zumindest. Ich finde auch, keine davon ist Ban-worth. Weiß was, und es ist Kid Kalos. Ja, danke. Kid Kalos ist weg. Danke. Ich hatte gehofft, dass sie das machen. Habe ich auch noch gesagt gehabt, das habe ich wirklich gehofft. Weil die ist zu gut, die alte. Das Deck ist zu gut. Die mussten irgendwas hitten. Was ich immer noch so krass finde, die haben dieses Deck wirklich hops genommen im OCG und es ist nach wie vor das meistgespielte Deck, weil die halt einfach durch, was King of the Swamp, haben sie andere Möglichkeiten gefunden, Kid Kalos zu ersetzen. Ja. Es ist krass. Das Deck ist so krass, dass eine Karte wie Kid Kalos banned ist und die haben ja nicht nur Kid Kalos im OCG gehauen, ne? Die haben ja auch, glaube ich, noch, ich glaube, Merli war es nicht. Die haben Rhino Hut, glaube ich, auf 1. Ja, Rhino Hut auf 1 und ich glaube, Urplanet auf 1. Ja, Urplanet auch, aber die haben, glaube ich, noch ein anderes Monster auf 1 oder so, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Oh, ja, irgendwas ist noch hittet, das stimmt, aber ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Aber ich will jetzt aufgrund von Spoilern, will ich das jetzt nicht öffnen. Da haben sie halt auch, kannst du sagen, die hätten das, glaube ich, nicht gebannt, tatsächlich, wenn. Ich traue Konami vieles zu. Ich kann mir vorstellen, dass sie es tatsächlich nicht gebannt hätten, wenn sie jetzt nicht Kashtira verkaufen wollen würden. Ich bin der Meinung, dass es double reasonable ist. Also zum einen, sie wollen verkaufen, zum anderen, weil sie gesagt haben, ich sehe es wirklich als notwendig. Konami mag ja auch keine Tier-0-Formate. Die haben ihr Geld gemacht mit der. Und Tier-0-Formate sind ja auch generell nicht gut, weil die wollen ja verkaufen. Und wenn alle das gleiche Deck spielen, dann kaufen Leute weniger Karten. Und in dem Moment, wo Rhino Hart die OTS-Ulti announced bekommen hat, wusste ich, die hitten Kid Kalos. Ja. Ich hab das jetzt letztens noch auf dem Local gesagt, ich wusste es. Aber das ist der zweite Hit auf der Liste, wo ich sage, ich kann es 100% nachvollziehen. Ja, es ist wie mit der Barrierestatue so. Ja, es wobei, ist 100% bei der Barrierestatue war klar so, die war lange genug da, alles easy, dass die Band ist, war sich jeder einig. Da dachten viele noch, dass es vielleicht nicht machen, aber es ist klar. Und Ich fand's notwendig. Scheiße, aber ja. Kid Kalos. Deswegen, da die jetzt weg ist, bin ich zu 100% überzeugt, also Instant Fusion wird immer noch da sein. Ja. Also jetzt spätestens, nachdem die weg ist. Allein schon, weil Norden noch auf der Liste ist. Koloss so. Auch noch da, gibt ja auch ein paar Leute, die sagen, der kann auf 1 zurück. Das habe ich gerade schon gesagt. Die Leute, die sagen, Koloss muss wiederkommen. Leute, Copium. Copium, viel zu gut.
So, die Wachtrachen. Ja, Electromite auch noch da. Gut, das alles reasonable. Hulk, Linkholz. Ja, Hulk wird so schnell nicht wiederkommen, Guys. Das kann ich euch sagen. Werte, der Simon. Werte, Bre. Oho! Elfe! Ich hab meine noch vor nicht mal einer Woche für 20 das Stück auf Card Market verkloppt. Dann hast du alles von, richtig gemacht. Die haben Elfe von straight nicht mal einer Woche. Band. Straight Band, ja. Digga, was? Ich meine. Hast du, ich gehe gerade im Kopf durch, hast du immer noch die Sprint-Kombo consistent? Nein. Also, jein. Du brauchst zu viele Extender. Du brauchst zu viele Extender, um auf ein gescheites Endboard zu kommen. Boah, geil. Nicht mal vor einer Woche bei Card Market. Ich glaube, wir nehmen das jetzt am Montag raus, wo die Liste rauskam. Mhm. Ich habe die, glaube ich, am Mittwoch oder am Dienstag versendet. Alter, bin ich froh. Ich wusste, Sprite ist unplayable und ich habe Gastira hier. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Vor allem, die ist halt leider auch einfach fucking generic. Ich bin aber ehrlich, ich habe auf 1 mitgerechnet. Ich hätte auch nicht straight mit einem Dings gedacht, mit einem Ban. Auf 1 finde ich wirklich nachvollziehbar, aber der Ban, ihr habt es ja gerade an meiner Reaktion gemerkt, also, da habe ich nie mitgerechnet. Habe ich einfach straight up nicht mitgerechnet. Ja, absolut auch nicht. Dann, okay. Interessanter Edge. Kirin kann kommen. Da kannst du mir sagen, was du willst. Kirin kann zurückkommen. Ich bin großer Bumbuku-Fan. Also, ja, gibt uns Kirin auf 1, bitte. Weil ein Pendel ist halt auch nicht mehr. Klar, es gibt natürlich hier. Kirin ist dumm broken. Aber auf 1 wäre okay. Denke ich. Okay, Invoker wundert mich nicht. Okay, wundert mich alles nicht. Utopische Sexy. Okay, das sind zumindest keine Monster mehr, das heißt Monster-Bands. EFD immer noch, ja gut, alles, ja. Eigentlich, das, ja, dann gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass sie noch was gebannt haben. Band nicht, also ich kann mir vorstellen, Elfe natürlich ist mies, aber glaubst du, die machen sowas wie Starter auf 1? Nein, die hitten nicht Starter und Elfe. Also wenn sie das machen, Konami, mein Hut, ich bin froh, Sprite abgegeben zu haben. Ja, Steffen, ich verstehe gar nicht, warum du auf 0 bist. Kannst du das mal erklären? Kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Werbung für unser wunderschönes Projekt. Mastul natürlich, Metamorphose, die ganzen... Die meisten Spells, die auf dieser Liste sind mit sehr gutem Grund da. Ja. Also, es würde mich wundern, wenn irgendwas ohne Erratum von dieser Liste in nächster Zeit runterkommt. Und bei den Fallen kann ich mir wirklich gar nichts vorstellen, was die gewinnt haben. Nein. Also das würde mich wundern. Es ist keine Falle, ist aktuell irgendwie krass. Ja, nee. Nee, habe ich mir gedacht. Dann also, jetzt in der Ban-Sektion haben sie wirklich mit der Elfe bei mir den richtigen Damsein rausgehauen. Dann habe ich nicht abkommen sehen. Ich meine, klar, die wollten jetzt, also... Auf 1 hätte ich verstanden. Da wird jetzt noch was von Tier kommen. Machen wir uns nichts vor. Ich hoffe Merli auf 1. Aber das Ding ich hoffe ist, wirklich Merli selbst, auf 1. Selbst mit den Hits glaube ich nicht, dass Sprite eskaliert wäre, sodass man die jetzt noch mehr zurückhauen muss, weil Elfe weg... Vor allem Elfe also, weg sorgt ja dafür, dass du nicht mehr den Double Toad Negate hast. Triple. Ja. Du hattest Triple Negate. Du hattest halt die Searchable Falle, die revived dir einmal den Toad und dann hast du noch... Elfe und die Toad selber halt, wenn sie kommt. Ja. Okay, gehen wir in die Limits. Und Agido, ja, die Ishizu-Karten. Ja. Agido auf 1 finde ich okay. Agido war der Schaffler, ne? Ja. Halt, nein. Agido war der Miller. Der zurücklegt, glaube ich. Warte, ich guck mal kurz. Ne, warte, ich guck nach. Ich kann ja gucken einfach. Ja, der. Ja, jeder legt die 5 Karten auf dem Deck auf dem Friedhof. Ja. Der Miller. Der auf 1, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur den geht. Nein, ja, ich denke mal weiter. Das Ding ist sogar, warte mal, der andere war Kelbeck. Ich kann mir vorstellen, dass Kelbeck tatsächlich geblieben ist, aber ich glaube, die Schaffler mit Mudora und Teldo werden auch noch auf 1 gehen. An der Stelle nochmal RIP an die Leute, die für den ganzen Core damals 150, 180 Euro bezahlt haben. RIP an der Stelle. Ich habe meinen einen Kelbeck gezogen, ich habe einen Teldo gezogen und ich habe die immer noch da. Ja. Okay. Ja. Haben wir noch einen... Limitiertes. Kelbeck. Hab ich ganz fest mitgerechnet. Okay, das heißt, wir haben beide Miller auf jeden Fall. Aber dann ruder ich tatsächlich zurück.
wenn die Kid Carlos, Bann und die beiden auf 1 machen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Merlin noch angegangen sind. Ich hoffe es, aber werden sie nicht. Schauen wir weiter. Das sind 3 Kel, jetzt. Du auch noch? Okay. Ja, 4 jetzt. Haben sie Mudora auch noch auf 1 gesetzt, oder? Das wäre ein Meme. Das Set wird sich nicht mehr verkaufen, also gar nicht mehr. Doch, Mudora wow, auch auf 1. Wow. Die werden alle Ishizus auf 1. Ja, RIP an die Stelle, die sich Vollcore bestellt haben bei Release. RIP an der Stelle. Halleluja. Okay, tatsächlich einfach alle auf 1. Wow. Tatsächlich, ich habe so mit Agile und Callback gerechnet, aber ja. Aber das ist heavy. I mean, fair, ja. Gehen wir weiter. Jeder Hit gegen Tier ist ein guter Hit. Das ist wahr. Hafnis auf 1. Hafnis auf 1. Hafnis war auch die Karte, stimmt. Ich glaube, Hafnis ist auch ein OCG, glaube ich, auf 1. Kann gut sein, ja. Ich glaube, die haben Hafnis im OCG. Steht das hier irgendwo zufällig drauf auf Dings? Glaube nicht. Scroll mal nicht zu weit runter, daher sieht man ja ein Zeichen. Okay, nee, aber Hafnis auch. Okay, also, ja, gut. Also, wenn sie jetzt die 4 Hafnis plus KitKat, wenn sie jetzt noch Merli gehittet haben, dann. Nee, ich würde sagen, jetzt gehen wir Rhino hat auch noch auf 1, oder? Jetzt machen wir es dem OCG nach. Bist du ready? Nee, niemals. Wir haben UTS-Ulti bekommen. Niemals. Merli auf 1. Okay, die haben echt. Also, ich find's schön, ich hab echt keinen Bock mehr auf Tier. Ja. An der Stelle GZ Kastira 1400 Euro Deck, kauft das und ihr winnt Games, easy. Es wird noch gut sein, ne? Das gönn ich Konami nicht, es tut mir leid, so Konami, nee. Wir wollen auch gar nicht Auge machen. Tier wird immer noch scheiße gut sein. Also ja, immer noch, wie gesagt, das OCG immer noch mit den nicht mehr Tier Zero, es wird nicht mehr Tier Zero sein, aber es wird Tier 1 sein. Und, aber das sind sehr viel, das sind jetzt schon 6 Hits. Jetzt schon. Das ist crazy. Das erinnert mich ein bisschen damals an die Dragon Ruler. Da wurde ja auch alle Dragon Ruler wurden instant gebannt. War auch notwendig. Halleluja. Kommt noch irgendwas. Die haben gar keinen Bitte Bock mehr. Bitte was? Die haben ja gar keinen Bock mehr auf Tier. Bitte was? Was kommt als nächstes? Die Falle auch noch? Call heißt die, glaube ich. Boah, okay. Warte mal, das ist ja alles vor allem... Nee, warte mal. Es wird sehr viel inkonstanter damit. Das Problem an der Sache ist, du kannst halt... Also Reinhardt ist nicht. Reinhardt wäre... Nein, Reinhardt ist der Vierer. Den, ja, ja, der wäre davor gekommen. Der wäre vor allem... Ich wette auch, was du willst. Die haben Reinhardt nicht gehittet, weil sie OTS-Ulti bekommen hat. Nein, die Reinhardt wird niemals gehittet. Ja, nein, vor allem die wäre jetzt gekommen, aber tatsächlich 3 jeweils auf 1. Ja, also die haben jetzt 8... Nee, 7 Hits. 7 Hits bis jetzt. So, und das Ding ist, was ich gerade sagen wollte, die haben halt in Tier, das ist halt das Lächerliche, du kannst Tier Kastira spielen. Und ja. Tier Kastira ist von diesen Hits bis jetzt nicht so wirklich beeindruckt. Du kannst, wenn du Shifter frisst, spielst du einfach die Kastira Engine und wenn du, nicht, dann kannst du halt auf Full Engine spielen und das ist stupid dumm. Also, der Mixbild aus beidem wird lächerlich broken. Das Kastira wird lächerlich broken, aber das pur Tier ist in meines Erachtens nach echt krass gehittet. Also ja, das auf jeden Fall. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Also wie gesagt, ich glaube nicht Reinhardt noch gehittet. Was ich noch cool fänden würde, jetzt einfach nur für den Meme-Faktor, weil 7 Karten reichen ja nicht, noch den Call, die Falle. So, das wäre jetzt noch witzig. Oder Urplanet, das wäre auch noch witzig. Also nicht, dass es nötig wäre, aber witzig wäre es. Sollen wir gucken? Und ja, let's go. Okay, Tempest immer noch. Nö. Ja, dann zu den Fusions. Okay, nichts, nur Schlägerdrache immer noch auf 1. Ja, die... Ja, das... Die sind... Exodia ist egal, die sind ja eh nur noch einfach aus Prinzip da drauf. Jo, Meme. Tiger immer noch, Affib und Feendrache wegen Meratum. Ich wusste es. Habe ich letztens noch zu dir gesagt. Ja, es war klar. So, der hat eine Erwartung bekommen. Und es war obvious. Du darfst ja, glaube ich, nur eine andere Field Spell searchen, als die du kaputt machst. Ja. Deswegen, also es war klar, der hat seine Erwartung bekommen, dass der wieder kommt. Ist ja wie damals mit hier Red Eyes Darkness Metal Dragon. Als er seine Erwartung bekommen hat, konntest du den auch wieder auf 3 setzen. Ja. Nee, das, gut, brauchen wir nicht drauf eingehen, das war klar, das war super obvious. Wenn man Xyz, das auf 1 ist, ne, Called auf 1, da sind ja auch viele called. Dafür, dass es banned wird, aber war ja nicht dabei. Nee, als One-Off finde ich es in Ordnung, also ich kann nur für mich sprechen, seitdem die Karte auf 1 ist, ziehe ich sie sowieso nicht mehr. Ich denke, so wird es vielen Leuten gehen, kannst auch auf 1 bleiben. Mhm.
Haben wir noch irgendwas auf 1? Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben schon so hart gehittet. Instant Fusion natürlich dann auch immer noch, weil er nicht beim Band dabei, aber wenn ist ja klar. Lohnt sich auch, wie gesagt, nicht, wenn Kid Colors weg ist. Ich meine, in Zukunft wird die irgendwann wahrscheinlich noch gebannt, weil immer mehr potenzielle Targets rauskommen. Deswegen. Ja, wir nähern uns dem Ende. Mhm. Wir gehen mal ein bisschen fixer hier runter. Okay, nee, keine Limits mehr. Die werden noch ein paar von Semi-Limits. Da werden sie ein paar runtergeschmissen haben, denke ich. Oh, okay. Vortragender Star immer noch auf 2, sind ja auch viele dafür. Das ist nachvollziehbar, dass es auf 3 kommt. Und Begierden immer noch auf 2. Ja, auch verständlich. Und was ist auf 3 gekommen? Das Trudo. Ja, kann ich sehen. Gott, ich weiß noch damals, was ich rauskomme. Das Trudo direkt von 1 auf 3, nicht mal mehr auf 2. Das Trudo vor allen Dingen mit Feendrachen gleichzeitig. Chat-Synchron. Kriege ich ein bisschen ABC-Vibes. Chat-Synchron auch auf. Dings auf 3, es war, wenn Dings nicht da ist, Hulk, dann eskaliert es halt auch nicht so krass, deswegen. Nö, das ist alles noch. Genau, Olein, genau das gleiche, wenn Hulk weg ist. Nito Sagem, Ich will jetzt nicht zu, wenn ich jetzt nochmal drücke, sieht man potenziell schon das nächste. Ne, alles gut, Nito Sagem. Ja, Yata, komm, come on. Ja, ja. Dino hat gesehen, man hat gesehen, er wurde nicht gespielt. Karte war jetzt nicht so crazy. Ich muss aber auch sagen, ich habe keinen Plan vom Panel. Die wollen Panel ein bisschen Zeug holen und ich meine, ob die aber jetzt dann nicht Elektromite auf 1? Nee, mach mal nicht. So, da haben wir vielleicht, noch eine Karte. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, aber. Was kommt hier? Resort auch wieder auf 3, okay. Ja, Spiral. Bitte schick keinen verwirrten Spiral-Spieler bei mir auf die Locals, danke. Und, ja, that's war's. That's it. Das nenne ich mal, jetzt können wir auch wieder eins rauszoomen hier. Ich würde sagen, an der Stelle, Rest in Pepperoni hier, also jedenfalls pur. Ich denke, also das wird sehr, sehr schwierig, das Ding jetzt noch pur zu spielen. Also ich denke, die Top-Decks jetzt im neuen Format werden Kashtira pur mit verschiedenen Startup-Engines sein. Also zum Beispiel mit dieser Helden-Dings, mit dem Psi-Ungeheuer und sowas. Oder halt Tier-Ishizu, Kashtira, also wirklich alles zusammen. Ich muss aber sagen, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, so gerade mit der Elfe. Elfe lockt das, dich das ja nicht. Das ist der Schocker. Warte mal. Gigantic lockt dich doch auch in Zweier, ne? Ja. Elfe und Sprint nicht. Richtig. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, dass die halt dadurch auch ein bisschen zu generic werden, weil ich bin ja aktuell so ein bisschen, ich habe Bock gerade meinen Drytron-Builds. Und du siehst auch häufig, dass man einfach Dings normalt, Diviner, und dann mit einem anderen Monster in Elfe geht und mit Elfes Effekt quasi Diviner zurückholt und dann den Effekt desaktiviert. Ich kann es schon verstehen, die ist halt sehr generic. Das ist das Straight Ban, finde ich halt krass. Ich hätte wirklich erstmal mit einem Limit gerechnet. Und dann halt eventuell noch ein anderer Limit. Aber das ist Straight Ban, okay. Und ja, dass die Liste Tier hitten wird, war halt klar. So, Konami konnte das nicht machen lassen, so. Das ging halt einfach nicht. Deswegen. An der Stelle ein kleiner Querverweis. Wie ich sagte, ich habe die Elfe vor 5 Tagen verkloppt für 20 das Stück. Mittlerweile ist er auf 4 Euro. An der Stelle, ja. Mal noch als interessanten Verweis, vielleicht, ob das Auswirkungen auf Blau hatte. Ja, Blau ist auch im Fall. Blau ist auch schon 6, 7 Euro runter. Das heißt, sobald die unten ist, werde ich mir eine Elfe holen. Ja. Weil das werde ich generell machen, so. Du kannst jetzt natürlich die Bandkarten kannst du dir holen, wenn sie billig sind. Ja, das ist generell mal gut für einen Staple-Ordner, das kann ich auch immer nur empfehlen. Mhm. Ja, sehr, sehr interessante Liste auf jeden Fall. Also auch wirklich krass, dass sie wirklich ausnahmslos jede Ishizu-Karte einfach auf 1 gesetzt haben. Ja, also Urplanet und Rhino Heart zu lassen ist halt kommerziell. Sie wollen die scheiß Secret und die Ulti verkaufen. Und ja, das ist es. Aber nee, ich finde die Liste gut. Ich finde die Liste wirklich, wirklich gut. Ich habe nichts zu bemängeln. Und das ist auf jeden Fall der Hit gegen Tier und gegen Flu, die nötig waren. Und die restlichen Karten waren meiner Meinung nach obvious. Also als Antiker Feendrach wusste ich. Ja, aber das wusste jeder. Der hat seine Ratung bekommen, deswegen war das klar. Ja. Und sowas wie Yata ist halt auch klar, ne? Es hat kein Play gefunden. Und ich muss gerade überlegen.
kann Labyrinth nicht Yata suchen? Weil der ist ja ein Unterweltler. Hm. Und die Search noch, glaube ich, Unterweltler, oder? Ich glaube ja, aber das ist, ja, ist das Ding. Das Ding ist, du musst halt eine Situation rausbringen, wo Yata noch den Angriff kriegt, also den Yata-Lock im Jahr 23, also 2023 rauszukommen ist, ja. Wenn da ein Winged Beast wäre, würden sich die Flues freuen. Oh ja, oh ja. Dann hätten wir andere Probleme. Imagine einfach, du tributest mit Wins einfach das ganze Feld vom Gegner und am Ende holst du dir dann mit der extra Normal einmal Yata. Ja, und dann ist das ein GG. Das wäre cool, aber nein, der ist ja leider. Sagst du einfach, ist jetzt natürlich absolut Joke, aber sagst du einfach Yata, Erratum auf dem Winged Beast? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Plus, haben die jemals eine Karte Erratum für einen anderen Typen? Also die Eigenschaft oben hat sich schon bei ein paar Karten geändert mit dem Erratum. Ja, aber, ja. Aber der Typ der Karte glaube ich nie, ne? Ich kann jetzt aus dem Kopf jedenfalls keine nennen, nein. Hm. Aber gut, nee, das war die Banlist. War interessant. Also, Tier, gar keinen Bock mehr. Von dem her. Tschüss. Dauert jetzt auch wieder ein paar Monate, bis sie kommt. Februar, also. Ja. Wahrscheinlich vor Juni nicht. Schätzt die wahrscheinlich, ja. Die wird wahrscheinlich so eher so Richtung. Mai, Juni. Vielleicht Juli, August, je nachdem. Mal gucken, was da ansteht. Ja. Aber von dem her. Halleluja, ich würde sagen. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Gerne. War auf jeden Fall. Ich wollte nicht alleine cool. Bullshit labern, ich wollte jemanden, der noch ein bisschen mehr Ahnung hat, haben dabei. Weil sonst werde ich jetzt eventuell in Videos reingeschnitten mit. Diese Leute haben absolut keine Ahnung von der Band. Lass mich, deswegen spiele ich Flu. Da muss ich keine Ahnung haben, ich mache normal Rubina fertig. Sad but true, ja. Alright. Gut, ich glaube, nee, mehr gibt's nicht mehr zu sagen. Von dem her, falls ihr noch ein bisschen Bock habt auf das One Piece TCG, dann geht's buried. Ich verlinke dir natürlich unten mal in der Videobeschreibung. Ich glaube, du machst auf deinem Kanal auch One Piece Stuff, ne? Genau, es ist gerade gestartet. Also werden jetzt immer mit der Zeit viel mehr Openings kommen. Und es ist ein Projekt jetzt gestartet, wo ich ein- bis zweimal die Woche halt auch quasi Duelle rausbringe, Deck Profiles etc. Also, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. Mache das, von dem her sieht man sich beim nächsten Video. Bis dann. Danke, tschüss.